Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch wieder eine Woche bei meiner Ernährung und in meinem Alltag mitgenommen, also wieder so ein richtig typisches Food Diary. Ich habe nur leider keine Anfangskraft für das Video gedreht, warum auch immer. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ich sitze nämlich noch beim Schneiden. Das Video kommt heute online, also heute ist Samstag. Wir fahren dann auch in den Urlaub direkt, deswegen will ich das jetzt noch schnell hochladen. Und habe eben gemerkt, dass da noch die Anfangskraft fehlt und ich wollte euch jetzt nicht so mitten ins Video schmeißen, weil ich halt so abrupt anfange. Deswegen dachte ich mir, melde ich mich hier vorher ab nochmal. Sorry auch, wie ich aussehe. Ich habe hier noch geflochtene Zöpfe drunter, bin gerade aufgestanden. Deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt gleich direkt, damit ich es dann fertig machen kann. Deswegen sehe ich ein bisschen gammel aus, aber das ist ja mittlerweile auch nichts Neues mehr hier. Ja, das wollte ich euch eigentlich bloß mitteilen und euch jetzt ja, ganz, ganz viel Spaß beim Video wünschen. Am Dienstag habe ich leider nicht wirklich viel gefilmt. Ich habe euch zwar mein Essen für die Arbeit gezeigt, aber irgendwie war der Tag auch sehr unspannend und ziemlich vollgepackt, weil wir auch einen Termin hatten. Auf jeden Fall hatte ich mit so einem Frühstück Overnight Oats fertig gemacht. Also einfach Haferflocken mit einem Joghurt obendrauf. Und zum Mittagessen gab es einen Wrap, den habe ich früh noch schnell fertig gemacht, weil der sonst über Nacht immer so aufweicht. Ich habe den bestrichen mit Frischkäse und Guacamole. Und dann habe ich noch ein bisschen Gemüse reingeschmissen und der war auch sehr lecker. Und zum Snacken hatte ich dann noch eine Joghurt-Quark-Bowl mit Leinsamen und Sonnenblumenkern und Hanfsamen. Ich hatte auch mal so gepufften Amaranth mit drauf getan, das ist auch immer richtig lecker. Und Goji-Beeren, aber da muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt kein Fan von. Ja, mal schauen, muss ich mich noch ein bisschen dran austesten. Auf jeden Fall habe ich dann abends spontan noch ein Brot vorgebacken, also den Teig vorbereitet, den habe ich dann über Nacht ruhen lassen, weil ich mal wieder richtig Lust hatte auf so ein frisches, selbstgebackenes Brot. Ich nehme da immer das Rezept von Chefkoch, glaube ich. Ich kann nicht das mal in die Infobox packen, aber ich finde das eigentlich nicht so nice. Also ich weiß nicht, irgendwas mache ich anscheinend falsch oder es ist das falsche Mehl oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das außen immer richtig crunchy, das ist zwar geil, aber irgendwie lässt sich das dadurch immer richtig schlecht schneiden und ich weiß auch nicht. Also ich probiere, glaube ich, beim nächsten Mal was Neues aus. Aber hier habe ich einfach nochmal das genommen, weil das halt das war, was ich bis jetzt immer gemacht habe. Das habe ich dann ja eben zugedeckt mit dem Küchentuch und über Nacht ruhen lassen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Bei mir gibt es heute zum Frühstück ein Joghurt-Quark-Bowl. Ich bin heute beim Homeoffice. Es ist jetzt auch erst 8:30, aber ich habe schon so Hunger gehabt, dass ich da jetzt richtig Lust drauf hatte. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, war ich jetzt zu voll, Porridge zu machen. Deswegen gibt es heute mal ein Joghurt-Quark-Bowl aus dem Homeoffice. Wie auch sonst. Mit Banane, ich glaube, ich brauche es nicht mehr erklären, oder? Ich habe es wieder mit Dinkelflakes, Hanfsamen, Leinsamen und Sonnenblumenkern getoppt. Und dazu trinke ich auch jetzt schon einen Kaffee, Tee und Wasser. Und ja, das ist jetzt mein Frühstück. Ich habe mir wieder einen Snack für den Vormittag vorbereitet. Ich trinke hier so einen Winterfreunde-Tee. Eine halbe Paprika, ein paar Tomaten aufgeschnippelt, eine Goldkiwi und ein paar Weintrauben. Ja, da freue ich mich drauf. Das ist jetzt quasi mein Snack. Boah, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kaum ist das Wetter besser, habe ich bessere Laune. Gebt euch, wie schön die Sonne ist. Ich lieb's. Oh, ich mache jetzt Mittagspause und es ist jetzt auch erst um 12 oder so, aber ich habe so zeitig gefrühstückt, deswegen habe ich jetzt schon mega Hunger. Ich setze mich jetzt in die Sonne zum Mittag. Habe ich richtig Bock drauf. Und ich mache mir hier gerade schon mein Mittagessen warm. Es gibt nämlich Reste. Ja, das ist noch komplett kalt. Und zwar, wie gesagt, gibt es jetzt bei mir Reste. Ich hatte noch was ja, von den Würstchen und dem Sauerkraut übrig und habe mir dazu jetzt einfach noch ein paar Kartoffeln gekocht, weil ich keinen Kartoffelbrei mehr hatte. Ich freue mich da mega drauf. Ich habe auch jetzt richtig Hunger. Es ist jetzt, wie gesagt, erst um 12. Ich sitze jetzt hier in der Sonne, genieße noch die letzten Sonnenstrahlen, bis die Sonne dann wahrscheinlich wieder weg ist, weil eigentlich sollte es heute regnen. Keine Ahnung. Esse dazu auch ein bisschen Ketchup. Darf nie fehlen. Und ja, mache jetzt Mittagspause und ich freue mich. Es sieht so gut aus und es schmeckt mega nice. Guten Hunger. Ich habe noch ein Müh-Kichererbsen-Chips hier drin. Also wirklich nur noch ein bisschen. Ich habe jetzt gerade Lust, was zu snacken, deswegen gibt es das jetzt. Und dazu trinke ich eine heiße Liebe. Leute! Erstmal kurz einen Zipper. Mein Paket ist angekommen. Also eher meine Box. Und zwar habe ich ja diese Obst- und Gemüsebox bestellt. Und ich muss unbedingt nochmal auf den Lieferschein gucken, was ich jetzt genau bezahlt habe, weil ich habe ja bei so einem Biohof bestellt. Das ist jetzt die Kiste. Die wurde heute geliefert. Und auf dem Lieferzettel steht irgendwas von 30 Euro. Und das sind nicht mal 5 Kilo. Ich glaube, das sind 3 Kilo hochgerechnet. Also es ist wirklich nicht so viel. Wenn ich es jetzt sehe, sieht es mehr aus, als ich gedacht hätte. Also es geht schon von der Portion. Ich hätte es jetzt weniger gedacht. Deswegen bin ich erst ein bisschen
umgefallen, als ich den Preis gelesen habe. Auf der Webseite stand irgendwas mit 21 Euro oder so. Und dann stand auf der Lieferadresse was mit 30 Paar zerquetscht. Und dafür fand ich das jetzt sehr viel. Das ist ja fast ein Wochenende-Einkauf. Also preisverhältnismäßig so. Jetzt bin ich mir aber unschlüssig, ob die 30 Euro jetzt mit den 10 Euro Pfand für die Kiste ist, weil die wird dann nächste Woche dann sozusagen bei der nächsten Lieferung wieder abgeholt. Oder ob die 30 Euro jetzt wirklich bloß fürs Obst und Gemüse ist. Das muss ich nochmal klären, aber ich dachte, ich zeige euch trotzdem mal, was jetzt hier so drin ist. Ich habe nämlich gleich vor, ein bisschen was damit zu machen. Hier ist nämlich Bärlauch mit dabei. Und man kann ja aus Bärlauch so ein richtig geiles Bärlauchpesto machen. Oder eine Bärlauchbutter. Und ich glaube, ich mache eher eine Bärlauchbutter. Ich habe zwar keinen Mörser, aber vielleicht kriege ich das irgendwie anders. Einfach pürieren und mit unter Buttermengen oder so mal schauen. Das wäre richtig geil, weil Bärlauch schmeckt ja so ein bisschen wie Knoblauch, recht intensiv. Und ich liebe das. Und ich habe ja von gestern hier noch so einen vorbereiteten Brotteig. Den gebe ich jetzt auch gleich in den Backofen. Das gibt es heute bei uns zum Abendessen. Frisches Brot. Und da wäre diese Bärlauchbutter drauf Premium. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich ein gutes Rezept finde und ob das heute was wird. Genau. Dann sind jede Menge Zucchinis drin. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo das jetzt sind. Auf jeden Fall 4 Stück. Ich weiß gar nicht, was ich mit 4 Zucchinis machen soll. Huch. Wahrscheinlich einfach eine gute Portion Ofengemüse. Und ich hatte schon überlegt, auch ein Curry zu kochen, weil hier sind auch noch ordentlich viele Möhren drin. Und vor allem richtig große Möhren. Gebt euch mal, wie fett die Möhre ist. Krass, richtig nice. Und die sind halt auch so ein bisschen fleckig und so ein bisschen gerissen. Also halt so wie man es halt eigentlich kennt und nicht so, wie es im Supermarkt liegt. Ist ja bei den Etepetete-Boxen auch so, dass die sehr, ja, schrumpelig sind oder Risse haben oder so. Was aber auch völlig okay ist. Dann ist nämlich auch Pak Choi drin gewesen. Und das ist ja eigentlich so ein klassisches Gemüse für... Der ist ja riesig. Wenn ich mal überlege, im Rewe sind die so klein. Das ist ja so ein typisches Gemüse für asiatische Gerichte. Deswegen wäre das eigentlich perfekt für ein Curry oder so. Oder vielleicht Mienudeln oder irgendwas in die Richtung. Da hätte ich richtig Bock drauf. Problem ist nur, dass wir halt noch voll viel im Kühlschrank haben, was wir erstmal essen müssen. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, wie wir das verwertet bekommen. Dann noch einiges an Kiwis. Das sind jetzt 5 Stück. Auch sehr nice. Und 3 Äpfel. Hätte ich jetzt tatsächlich auch mehr gedacht. Ich glaube, das sind bloß 500 Gramm. Nee. Ein halbes Kilo? Nee, es ist ein halbes Kilo. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Auf jeden Fall sind es jetzt bloß 3 große Äpfel. Mal schauen, was ich mit denen mache. Die esse ich ja eigentlich jeden Tag so zum Snacken. Reicht natürlich jetzt nicht für die ganze Woche, aber mal schauen. Auf jeden Fall waren die auch noch mit dabei. Und hier ist noch eine Möhre. Und das war es eigentlich schon. Dafür fände ich nämlich jetzt 30 Euro ein bisschen viel. Auf jeden Fall war das da jetzt drin. Und ich werde jetzt Bärlauchbutter machen und das Brot noch fertig. Damit wir das heute zum Abend essen können. Das muss nämlich auch eine Stunde im Backofen. Da freue ich mich drauf. Da habe ich richtig Lust. Leute, unser Essen ist fertig, beziehungsweise mein Essen. Eigentlich wollten wir zusammen essen, aber Robin hat jetzt leider noch keinen Hunger. Ich habe so richtig Lust, jetzt schon zu essen. Es ist jetzt 17:30 Uhr. Ich hatte mir hier vor ein paar Tagen schon eine Tomatensuppe vorbereitet. Die gibt es jetzt. Ich habe einfach ein paar Tomatenspalten mit Knoblauch und Zwiebeln in den Backofen gegeben, ein paar Gewürze und Öl und das dann kurz ein bisschen, ja, backen lassen. Das kam dann in den Mixer mit ein bisschen veganer Sahne und Gemüsebrühe. Und die riecht sehr intensiv nach Knoblauch, also sehr stark. Ich habe jetzt nicht die ganze Suppe verwendet, weil der Rest, glaube ich, der würde sich ganz gut an Nudeln machen. Die habe ich jetzt noch aufgehoben, aber die gibt es auf jeden Fall jetzt. So sieht jetzt auch die Bärlauchbutter aus. Und gebt euch mal, wie geil hier dieser Saft von dem Bärlauch austritt und sich so richtig schön in der Butter verteilt. Geil, freue ich mich mega drauf. Übrigens haben wir jetzt auch mal das Beil eingesetzt, weil ich habe noch nie dieses Messer verwendet.
Jetzt hat es auch mal seinen Zweck erfüllt. Mit Salz und Pfeffer und wie gesagt Bärlauch und oh, richtig nice. Dann gibt es noch eine Guacamole dazu. Saure Gurken und so sieht jetzt das Brot aus. Es ist wieder nicht ganz so gut, weil also der Rand ist immer sehr hart. Damit kann man das richtig schlecht schneiden. Aber in der Mitte ist es eigentlich echt gut geworden. Deswegen, ich kann es nicht so ganz beurteilen. Aber ich backe so selten Brot, dass ich meistens die Rezepte nehme, die ich schon mal gemacht habe. Und das ist eben das, was ich sonst auch immer gemacht habe. Mit Weizen, Vollkornmehl. Und das ist jetzt mein Abendessen. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie es schmeckt und so ein Träumchen und ach, himmlisch. Und wenn ich jetzt hier Margarine verwendet hätte, statt Butter, dann wäre das sogar alles vegan. Aber ja, egal. Ich glaube, meine Eltern werden sich auch freuen, wenn ich denen ein bisschen was mitbringe fürs Wochenende. Mal schauen. Oder fürs nächste Grillen bestimmt auch richtig nice. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Manchmal frage ich mich echt, wo mein Kopf zum frühen Morgen ist. Ich trinke gerade schon meinen Kaffee. Es ist auch schon um 9. Ich habe gerade gefrühstückt und ich habe das wirklich für Insta gefilmt, Fotos gemacht, aber dass ich mal dran denke, das in die Kamera zu zeigen, irgendwie bin ich auf die Idee nicht gekommen. Also, bei mir gab es heute zum Frühstück Porridge. Wer hätte es gedacht? Ich hatte da heute so Lust drauf. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, was ich heute zum Mittag essen soll. Wir haben noch so viele Sachen da, die ich eigentlich mal aufbrauchen muss. Eigentlich auch noch das Gemüse aus der Box von gestern. Also eigentlich müsste ich auch mal einen Curry kochen. Das mache ich vielleicht dann am Wochenende mal schauen. Döner wollten wir eigentlich auch noch essen. Also selbstgemachten, da haben wir auch alle Zutaten noch im Kühlschrank. Nudeln habe ich gestern noch gemacht aus der restlichen Tomatensauce. Also mal schauen. Ich lasse mich überraschen, worauf ich heute so Lust habe. Auf jeden Fall trinke ich jetzt schon fleißig meinen Kaffee und Tee. Werde jetzt noch ein bisschen arbeiten und euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es noch was Spannendes zu essen gibt nebenbei. Und wieder ein kleiner Snack. Ich mache mir gerade Mittagessen. Jetzt habe ich mir wieder einen Wrap gemacht. Da ist jetzt Avocado, Frischkäse drauf, bisschen Ketchup, Mais, Kichererbsen, Tomaten und hier noch ein klein bisschen Käse. Wir haben keinen Reibekäse mehr da und generell irgendwie nichts Spannendes, was ich hier groß reinmachen kann. Deswegen bleibt es jetzt einfach dabei. Aber gut, dass ihr mich so seht. Das passt. Als Burrito geht das ganz nice. Ich habe da so Bock drauf, jetzt auch so einen warmen Wrap. Den brate ich mir jetzt an. Und dann ist das heute mein Mittagessen. Nicht Spannendes, aber lecker. Und so sieht jetzt mein fertiges Mittagessen aus. Der angebratene Burrito. Als Nachtisch gibt es noch eine Kiwi. Und ich denke mal, ich esse heute bestimmt auch mal was Süßes als kleinen Nachtisch. Deswegen habe ich mir schon so einen High-Protein-Pudding hingestellt. Aber mal schauen, wann es den gibt. Auf jeden Fall hatte ich da gestern schon richtig Lust drauf, weil ich dieses salzige Karamell extrem liebe. Und deswegen, ja, snacke ich das dann noch nebenbei. Sehr lecker. Das sind übrigens aktuell meine ganzen Supplements. Ich habe die mal ein bisschen erweitert. Also Omega-3 nehme ich ja eigentlich schon immer, kann ich euch auch empfehlen. Ich glaube, das ist jetzt mit Fischöl, aber das gibt es auch als Alge, also auch pflanzlich. Genau, ich habe jetzt hier das Fischöl genommen. Also hier ist auch Gelatine und alles drin, ist also nicht die vegetarische Alternative. Ich will die aber mir mal bestellen. Dann Kollagen. Ashwagandha habe ich ja, wie gesagt, in Pulverform da. Das mixe ich meistens so in Ingwer-Shots rein. Habe ich mir jetzt aber auch als Kapselform bestellt, damit ich das besser schlucken kann. Also ich finde das in Pulverform wirklich ganz schlimm. Deswegen nehme ich das jetzt heute nicht, weil ich habe noch meinen Ingwer-Shot. Da habe ich ja Ashwagandha mit reingegeben. Und hier ist auch schon Kurkuma mit drin. Normalerweise würde ich nämlich sonst auch solche Kurkuma- bzw. Kurkumin-Tabletten nehmen. Das gibt es bei ESN in flüssiger Form. Die sind ein bisschen kleiner. Die hier sind ein bisschen größer und da ist auch das richtige Pulver drin. Also gibt es in zwei verschiedenen Varianten, als Liquid sozusagen und hier als Pulver. Ich will jetzt mal die probieren. Die beiden habe ich bei Amazon bestellt. Beziehungsweise könntet ihr auch auf der Nature Love Seite bestellen. Aber die sind preislich viel günstiger als die Sachen von ESN. Also wenn ihr da mal den Liter- oder den Grammpreis vergleicht, Kilogrammpreis, kommt ihr mit denen deutlich günstiger. Deswegen will ich eigentlich nicht mehr so oft bei ESN bestellen. Und zumal das auch immer solche riesen Plastikdosen sind. Irgendwann weiß man halt gar nicht mehr, wohin damit. Das nervt mich total. Die sind ja auch in so Plasteteilen drin. Ich weiß nicht, gibt es die irgendwo unverpackt oder zumindest halt in irgendwelchen anderen Dosen? Weil wahrscheinlich muss man die auch so kaufen, weil die ja sonst, denke ich mal, nicht so lange haltbar sind, beziehungsweise das bei Pillen wahrscheinlich nicht anders machbar ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es halt super schade, dass diese ganzen Sachen immer so riesen Plastepackungen sind. Man kann die ja in gewisser Form auch aufheben, aber irgendwann weiß man ja auch nicht mal, wohin mit den ganzen Dosen. Auf jeden Fall Kurkuma und Ashwagandha nehme ich eigentlich theoretisch auch beides. Dadurch, dass ich jetzt aber noch meinen Ingwer-Shot habe, den ich jetzt gleich trinke,
nehme ich die jetzt heute nicht. Dann habe ich hier noch Vitamin D in Kombination mit Vitamin K2. Das habe ich hier noch von Sonnenfreund übrig. Gibt es, wie gesagt, als Tropfenform, aber auch als Tablettenform. Das habe ich auch noch als Vitamin B12. Aber ich habe auch gesehen, ich habe noch Vitamin B12 Tabletten da. Deswegen verbrauche ich die erstmal, ehe die ablaufen. Und dann verwende ich die Tropfen weiter. Und dann nehme ich, habe ich mir hier noch solche Multivitamintabletten bestellt, also wo die verschiedensten Vitamine drin sind. Da ist mir aber gerade schon aufgefallen, da ist auch Vitamin B12 drin, da ist auch Vitamin D drin. Die ich ja eigentlich hier schon extra supplementiere, deswegen werde ich die wahrscheinlich erstmal verbrauchen und dann auf die Tabletten umschwenken, weil hier ist jetzt auch noch Zink, Magnesium und so weiter drin. Finde ich aber ein bisschen riskant, muss man wahrscheinlich auch eher erstmal mit dem Arzt absprechen, weil gerade so die Metalle sollte man ja wirklich mit Vorsicht dosieren. Die werde ich jetzt erstmal noch nicht nehmen, die habe ich einfach mal zum Probieren bestellt. Aber das sind eigentlich so aktuell die Supplements, die ich so nehme. Ziemlich viel Tabletten, finde ich eigentlich nicht so nice, aber ja. Kurkuma hilft mir übrigens extrem bei Blähbauch, ist mir mal aufgefallen, als ich die jetzt ein paar Tage nicht genommen hatte, weil ich keine mehr da hatte, habe ich das extrem gemerkt, dass der wieder da ist. Ashwagandha soll gegen Stress helfen, also vor allem unterdrückt das so ein bisschen die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Das ist ganz nice. Vitamin D, ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen, gerade bei so grauem Wetter auf jeden Fall supplementieren. Omega-3 nehmen wir generell zu wenig auf, also gerade im Verhältnis zu Omega-6, das ist meistens extrem im Ungleichgewicht. Und deswegen, genau, supplementiere ich das auch. Kollagen ist gut fürs Bindegewebe, Knorpel und so weiter. Und Vitamin B12 nehme ich halt wirklich, wenn ich gar keine tierischen Produkte zu mir nehme, weil das ja hauptsächlich in tierischen, also im Fleisch oder Milch etc. drin ist. Genau, das war es eigentlich so zu den Ganzen. Das wollte ich euch noch zeigen, für die, die es interessiert. Ich habe jetzt eine Runde Sport gemacht und bei uns gibt es heute nichts Spannendes zum Abendessen. Einfach noch die Reste von gestern. Ist noch Brot übrig, Guacamole, Butter. Drüben ist noch veganer Schinkenspicker und Käse. Ich habe jetzt dazu jetzt noch ein paar Eier gekocht. Und ich esse jetzt einfach ein paar Scheiben Brot mit Ei und Guacamole. Mal schauen, was noch. Und als Nachtisch bzw. dazu trinke ich auch gleich noch mein Kollagen. Das ist dann auch einfach so wie Clear Way. Schmeckt nach Kirsche, also meins zumindest. Richtig lecker. Dazu schaue ich jetzt die Zauberer von Waverly Place bzw. wir. Ja, das ist jetzt unser Abendessen. Ich freue mich drauf. Und gebt euch mal, wie schön die Eier wieder geworden sind. Einfach perfekt. Manchmal werden die richtig gut. Nice, wenn das hier so flüssig in der Mitte ist. Hallo ihr Lieben, es ist Freitag. Ich melde mich aus dem Homeoffice. Ich war heute früh schon auf der Arbeit, irgendwie war da keiner. Deswegen bin ich dann heute Mittag jetzt bei Robin mitgefahren und habe meine Pause quasi, ja, jetzt hier verbracht. Genau, ich mache jetzt also noch ein bisschen weiter. Es ist jetzt gleich um eins. Nee, es ist sogar gleich halb zwei. Bei mir gab es halt zum Frühstück meinen Joghurt-Quark-Bowl. Ich habe dann noch die restliche Banane so gegessen, eine Handvoll Nüsse. Und zwei Milka-Schokostückchen, die ich noch auf Arbeit hatte. Zum Snacken hatte ich wieder Apfel, Paprika und Karotte mit. Und jetzt gibt's was zum Mittagessen. Ich freue mich richtig drauf. Ich fahre heute Nachmittag auch zu meinen Eltern. Das heißt, ich arbeite jetzt noch bis halb vier ungefähr. Und dann geht's los. Und ich habe jetzt richtig Hunger, weil es ist halt wie gesagt schon halb zwei. Ich hatte nämlich von letzter Woche noch eine Tomatensuppe übrig und habe die jetzt mit ein paar Nudeln vermengt. Noch ein bisschen was von der Zucchini dazu gekocht, die in meiner Gemüsebox mit drin war und oben drauf jetzt noch Parmesan gegeben. Richtig geil, so eine richtige Resteverwertung jetzt und ich freue mich auch mega drauf. Sieht auch verdammt gut aus. Ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Dazu gibt es noch eine heiße Liebe. Ich trinke auch noch gleich einen Kaffee. Und es ist jetzt, wie gesagt, halb zwei. Und zum Abendessen bei meinen Eltern haben wir uns dann ein paar Ofenkartoffeln gemacht mit noch Zucchini, die ich aus der Gemüsebox da hatte. Es hat aber leider nicht für alle gereicht. Also wir hatten nicht mehr so viel Kräuterquark und nicht mehr so viel Kartoffeln da. Deswegen haben wir uns dazu dann einfach auch noch ein bisschen Brot gemacht, einen Salat. Rote Beete gab es noch. Ich habe noch die Salatreste von einem Video mitgenommen. Und genau, Aufschnitt. Und ich habe dann einfach ein paar Kartoffeln gegessen mit Kräuterquark und Zucchini und rote Beete gesnackt. Ich habe noch eine Salatschüssel gegessen von dem Salat, den meine Mama gemacht hat. Und als Nachtisch gab es noch einen Protein-Grieß in Zimt aus dem Aldi. Der ist auch richtig lecker. Das war dann mein Abendessen. Und zum Frühstück am Samstag gab es frische Brötchen, die mein Papa nach der Nachtschicht mitgebracht hat. Und da habe ich ein, ja, fast ein ganzes
dunkles Brötchen gegessen. Ich habe mir das so ein bisschen aufgeteilt mit Guacamole und Frischkäse. Und dann habe ich mal so einen veganen Scheibenkäse probiert aus dem Aldi. Der war auch richtig lecker. Und dazu habe ich dann noch einen halben Mohnzopf gegessen mit ein bisschen Letter. Das war auch richtig lecker. Als Nachtisch hat meine Mama noch Kiwi und Weintrauben gemacht. Die haben wir dann noch gesnackt. Und ich habe natürlich Tee und Kaffee getrunken, wie immer. Und das war dann mein Frühstück. Es war auf jeden Fall sehr lecker. Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch mal wieder. Es ist Samstag. Ich bin von gestern Abend ja zu heute Morgen bei meinen Eltern gewesen. Und habe heute Morgen bei meinen Eltern gefrühstückt. Wir hatten heute so ein richtig schönes Brötchenfrühstück, weil mein Papa aus der Nachtschicht gekommen ist. Das war heute mein Frühstück. Dann habe ich noch Kaffee getrunken und einen Apfel gegessen. Und dann bin ich nach Hause gefahren. War 15 Uhr ungefähr oder so zu Hause. Und habe dann vorhin noch was gegessen. Weil ich schon so Hunger hatte, gab es hier noch so einen Rest Grießpudding. Der war ja vom Freitagabend noch übrig. Den gibt es im Aldi, der ist richtig lecker. Also da war die Hälfte der Packung ungefähr noch drin. Den habe ich dann zum Snacken vorher noch gehabt. Und dann sind wir einkaufen gefahren. Und jetzt ist es 5:30 oder so und ich habe jetzt richtig Hunger. Ich habe mir schon halbe Paprika aufgeschnitten und ein paar Tomaten noch. Und habe die jetzt gerade schon so nebenbei gesnackt. Und jetzt gibt es zum Abendessen, zeitigen Abendessen, ja, noch ein bisschen Zucchini und wieder diese Gemüsepfanne mit den Kartoffeln und einen halben Halloumi. Sehr geil, ich liebe Halloumi. Der ist richtig gut. Und das ist jetzt mein Abendessen sozusagen. Und dazu schaue ich ein bisschen How I Met Your Mother. Thank you.